Wird denn die Sendung zum Beispiel komplett dann auf dem YouTube-Channel oder so gezeigt? Die Devise heißt ja Online First mittlerweile bei den Sendern. Ja. Und da bin ich natürlich schon aus der Zielgruppe raus, ja? Ich habe das zum Beispiel jetzt erlebt bei Dreharbeiten, dass ich hinkomme und dann steht jemand, der von mir als Frau gelesen wird am Set. Und ich sage, wer ist das denn? Da hieß es, die hat 3 Millionen Follower. Ja. Also es wird nicht mehr gesagt, das ist Erwin Kasubke, der hat bei Mario Adorf gelernt, sondern hat 3 Millionen Follower. Und das ist, da findet schon eine Verschiebung statt, ja. Also dass eben diese Followerzahlen und diese Klicks und so weiter fast ein bisschen das Handwerk, ich will nicht sagen unwichtig machen, aber nein, das Handwerk wird niemals verschwinden. Nein, entweder bist du einer von den ganzen Internet-Minions, die keine Ahnung, über Werbung für Einlegesohlen ein Millionenpublikum generieren. Thrombosestrümpfe. Thrombose, ja, tatsächlich, ja. Gut. Ich trage die als Einteiler, die gehen tatsächlich bis zum Bauchnabel. weil es ist ja überall was. Ja. Sind das Thrombosestrümpfe? Das sind Thrombosestrümpfe. Ich brauche sie gar nicht, aber die Kasse zahlt's. Ja. Sie sind auch teilweise, muss ich sagen, natürlich bei Langstreckenflügen und so sollte man die tragen. Es ist fast ein bisschen lästig, weil es oft ist, dass die Bettdecke hängen bleibt, wenn die Stewardess mich zudeckt. Ist das so, ja, tatsächlich? Ich weiß nicht, wie ist denn da hinten bei euch die Stimmung? Also das ist, aber jetzt hier, man weiß natürlich nicht, wie lange es geht und so, habe ich sicherheitshalber mal angezogen. Das ist gut, das ist, ja, um dir dann einen groben Überblick zu geben. Und das ist ja, kennst du das noch, weil du sagst, du hast das als Strumpfhose getragen, die so geht? Ich bin ja noch diese Generation hier. Früher auf dem Schulhof, wir hatten ja kurze Lederhosen an, auch im Winter. Hatte und mussten kurze Strumpfhosen drunter tragen. Aber der Gummi war ausgeleiert nach einmal im Lehrerzimmer vorsprechen. Und dann stand man auf dem Schulhof und machte dauernd so, ja? Und später habe ich dann begriffen, was mir wehtut. Da ist was zum Rausschneiden. Lassen Sie uns nun. Endlich. Wurde auch Zeit. Endlich. Ganz kurz. Wie spät ist es? Bitte? Läuft schon Saint-Germain gegen Dortmund? Was ist das für eine Sportart? Ach so, das interessiert mich. Fußball interessiert dich ja nicht. Fußball? Habe ich gesehen in einer Sendung mit Laura Vantora. Ja. War das Opening? Ja, ich interessiere mich gar nicht für Fußball. Wenn du sagst Saint-Germain gegen Dortmund, dann denke ich mir, was haben die einen denn ausgefressen? Einer der uralten Bühnentricks, das musst du nach hinten spielen. Was meinst du? Ja, für das Publikum. Sehen Sie, hier ist die Kamera. Ja. Und durch diese fiese Position von mir hier sitzend, muss Herr Sträter nach hinten spielen sozusagen. Also Miles Davis mit dem Rücken zum Publikum, ja, weil ich hier mich einfach so reinfläze, obwohl ich ja gar nicht mehr dran bin. Mein Part ist doch eigentlich längst durchgenudelt. Was mir ein bisschen zu denken gibt, ist, Du verstehst vollkommen falsch. Eins der größten Probleme bei Filmen wie Jurassic Park war, dass sie den Tyrannosaurus nicht häufig genug gezeigt haben. Und das ist etwas, was wir hier systematisch ausnutzen.